Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part mit einer unglaublichen Todesfalle hier bei Fallout 4. Wir sind in Nuka-Cola World. Und das hier ist längst nicht mehr dieser Freizeitpark, der damals bestimmt in aller Munde war. Nein, hier ist ein Ort des Todes. Wie man sehen kann, ein Ort voll mit Fallen, ein Ort voll mit Schuss. Schussgeräten, denn wir sind hier in einem Spiel, das uns keine Freude bereitet, sondern uns nur den Tod bringen soll, aber wir unterhalten andere Leute. Trotzdem werden wir es schaffen, hier lebend durchzukommen. Ich hoffe es sehr, wir haben genug zu essen dabei. Und ihr seht schon, danke Dogmeat. Ihr seht schon, es ist hier alles vollgespickt mit Waffen. Wir müssen uns da echt vorsichtig voranbewegen, dass wir da nicht aus Versehen irgendwie, weiß ich nicht, umkommen. Also immer schön langsam. Oh je. Schauen wir mal, was wir da haben. Aber wir werden das Kind schaukeln. Auf alle Fälle. Es bekommt dann später auch ein Lolli. Dieser bestimmte jemand, der immer dort bei dem Lautsprecher zu hören ist. Bei den Lautsprechern zu hören ist, Herrschaftszeiten, geh auf, du Kaktür. Der wird von uns noch Albträume haben. Wenigstens ein paar Sekunden, bis ich in den Schill wegblasen werde. Ein klitzekleines Schloss hat sich geknackt. Mal sehen, wie lange sie sich in der Feuerprobe darüber freuen. Alles geplant, wenn's denkst, ne? Halt! Du sollst nicht verrutschen. Ich will das noch haben da drin. Splittergranatis. Ja. Nuka-Cola World. Dass ich nicht lache. Auch hier alles voll mit Fallen. Mit Absicht. Du sollst dich ja sicher fühlen. Uch, der Deichsel. Na komm. Nein, so. Na komm. Bisschen noch. Jawohl. Ja. Wir nehmen das alles mit. Ich habe, wie im letzten Part auch schon erzählt, wie auch immer. Ich habe das ganze Zeug, was wir bereits gesammelt haben, habe ich einfach oben. Toll. Habe ich einfach oben hingestellt in einen Mülleimer, ja. Was soll man sagen? Und ja. Ich werde das dann nach und nach abholen kommen. Ui, was haben wir denn da? Du Würstel. Wer glaubt wohl, ihr kriegt das nicht mit? Da auch noch. Da vorne auch noch. Oh! Hä? Ah, die habe ich übersehen. Super. Siehste? Geht schon so weit. Geht schon los. Okay, die habe ich übersehen gehabt. Die eine davon. Entschuldigung. Da ist jetzt ja auch keine mehr. Ah, hier. Immer schön den Kopf unten halten. Langsam. Hier ist wieder eine. Was zum Teufel? Ich hab schon schneller eine Packrahmen gesehen als ja, ich. Ja, ja. Halt die Klappe. So. Hier müssten wir durch sein. Ja. Aha. Okay, die hat schon scheinbar jemand ausgelöst gehabt. Na, Dogi, alles gut. Aha, okay, im Kreis herum. Na, nichts ausgelöst, das waren wir. Okay. Das war jetzt einmal im Kreis herum. Ein paar EPA. Schau, was wir da haben. Ein paar Erfahrungspünktchen gesammelt. Na, wartet nur. Wenn ich euch zwischen die Finger kriege. Ich denke mal, es sind mehrere, weil er ja
jemanden hier unterhalten möchte. Der komische Kerl da. So. Großartig. Deko. Das ist die Frage. Schau mal, da ist was. Ja, ich gehe da definitiv vorsichtig hier voran. Da können... Halt, Maul. Entschuldigung, ist ja wahr. Das schaut nicht gut aus. Ja, ich hab's mir gedacht, dass das zusammenbrechen wird. Sind hier wieder eventuell... Hast du das gesehen? Hast das gesehen? Kann man das auch runterknallen? Na. Diese Schweine. Diese Schweine. Gut, mal kurz bei der Nase kratzen. Aha, hier wären haufenweise Fallen gewesen, habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Naja. Pech. Einmal, was? Ah, das war Dogmeat. Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erstatten wir sowieso alle! Naja. Aha. Okay, andere Seite probieren. Wenn es möglich ist. Oder auch nicht. Will ich nämlich nicht auslösen, die Falle. Oh, schau, verdammt, hätte ich fast übersehen. Ich fürchte, die eine Falle kann ich jetzt nicht entschärfen. Ich werde es probieren. Aha. Na komm, kann ja nicht sein. Aha. Jawohl. Dogmeat scheint das Prickeln zu finden. Gut, dann müssen wir da wieder zurück. Ich fürchte, diese eine Stelle... Da waren wir schon. Die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht entschärfen können. Doch, kann ich vielleicht. Ach, Mist. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor langer Weile. Ja. Das geht leider nicht anders in dem Fall. Da kommst du mich nicht vorbei. Alle Türen führen zum Tod. Ach, halt's Maul. Es geht leider nicht. Es, ja, geht leider nicht viel anders, ne? Ich glaube, dieser Arsch ist ein Quatsch. Ja, super doof mit. Ich glaube, da geht's weiter. Das wollte ich noch ein bisschen warten. Ich bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Nichts mehr mit Quatschen. Oh. Der schaut's aus. Okay, mehr ist nicht gewesen. Echt jetzt? Okay, dann halt nicht. Na, ist uns nichts. Gut, dann können wir da weiter. Langsam. Aha. Alles schön radioaktiv verseucht. Ja, sicher. Hoffentlich hat sie Rendering dabei. Denn unser kleines Opfer wird gleich geröstet wie ein Eichhörnchen am Stiel. Ja, ja, holt die Pappen. Ein Ventilator. Da haben wir was drin. So schnell kriegen wir nicht die Strahlung, du Depp. Boah, das ist echt heftig, ne? Wenn du da reingehst als Lowy,
Du hast nicht genügend Sachen dabei? Könnte das in der Tat dein Tod sein? Wie schön. Ja, yeah, wie schön. Ein rostiger Schlüssel. Sehr gut. Ja, welch ein Spaß. Welch ein Spaß, welch ein Spaß. Aber wir kriegen schon noch unsere Gelegenheit. Braucht keine Angst haben, da geht sicher was. Diesen Kerl werden wir so richtig schön ja, einheizen. Normalerweise müsstest du selber dann hier alles voll mit Fallen und so aufstellen. Und diese Deppen laufen lassen, ne? Und dabei zuschauen, wie sie gegenseitig da sterben. Ha, super, der hätte einen Redaway gehabt. Aber das jetzt einsetzen ist noch zu schade. Jetzt ist die Frage, geht's dann hier rauf? Ich will es noch zuerst hier drüben probieren. Ja. Da glaubt jemand, sie ist ganz schön tough, wie? Doch die Feuerprobe ist noch lange nicht vorbei. Ja, jetzt ist die Frage, wohin? Hätten wir jetzt drüben rauf oder... Aha, hier geht's weiter. Zuerst drüben rauf, alles klar. Alles klar, zuerst drüben rauf. Hier waren wir jetzt schon, ne? Ja. Zuerst da drüben rauf. Also hier. Irgendwie schaut alles gleich aus. Aber wir waren hier definitiv noch nicht. Es ist auch so verdammt ruhig, ne? Niemand irgendwie... Es wirkt so, als wenn keiner da wäre. Jetzt sind wir wieder da herum. Meine Güte, ich Depp, ich bin... Ja, vergesst es. Ich bin da wieder zurückgegangen. Aber immerhin, ich habe da ein paar Nuka-Cola-Dingens gefunden. Okay, also hier lang. Gut. Jetzt halt die Luft an. Kerl. So. Also, Hilfsmittel. Right away. Right away. Einmal. Huch, falscher Knopf. So, passt. Gut. Hier ist dann nichts, dann dürfen wir hier runter. Ich habe das Gefühl, es wird gleich wieder rund gehen. Da ist wieder jemand gestorben, das ist kein gutes Zeichen. Ist aber scheinbar schon länger her. Zugangstunnel haben wir jetzt, okay. Auf jeden Fall Licht. Es ist voll. Irgendwie, man ist sich da doch ein bisschen unsicher gerade. Was haben wir hier? Dauert wieder ein bisschen. Jo. Vielleicht? Na, das nicht. Das? Scheiße. Oh, was haben wir denn da? Aha. Gut. Jetzt müsste wieder weitergehen. Halt die Luft an da oben. Und jetzt würde ich den Lautsprecher runterschießen, echt, wenn ich ihn finden würde. Jetzt komm. Bäh. Das findet ihr nie an. Ja, scheiße. Solange wir noch jung sind. Da ist kein Werkzeug. Gelootet haben wir dann alles. Gescheiße, das kriegt er nicht geknackt. Den Dreck. Ah, was haben wir da? Eine Nuka-Cola-Flasche. So, bitte. Jetzt hau endlich hin, du Dreck. Ja.
Also, nein. Nein. Yeah, Gott sei Dank. Die Turmsteuerung, sehr gut. Ach, je, je, ja, ja. Aktivieren. Ah, das, aha. Aha. Gut, dann brauchen wir da nichts tun. Dann sind sie deaktiviert. Schön. Das soll jemand glauben. Wahrscheinlich verkehrt umgeschrieben. Damit du dich sicher fühlst. Eine Kochstation, freilich. Hat er die etwa mit hergeschleppt oder haben sie die einfach hier so aufgestellt, damit das Opfer eventuell noch ein bisschen länger leben kann? Das wäre schon fies. Arrell. Na, von da sind wir gekommen. Das heißt, da müssen wir weiter. Witzigerweise. Ich habe schon schnellere Packrahmen gesehen als dieses Opfer. Halt doch mal die Kusch. Na du, bin ich da drin oder hat unser Opfer etwas gegen einen Spaß? Ja, ich habe was gegen Spaß. Vor allem also Spaß von dieser Sorte hier. Was schaut das an? Wenn wir die einschalten würden, wir würden da schon haufenweise Pünktchen kriegen, aber na. Um Gottes Willen, na. Ich glaube, die paar Pünktchen können wir uns auch schenken. Da brauchen wir nämlich 30 Jahre, bis wir die erschossen haben, allesamt. Da ist noch ein Schlüssel. Interessant. Können wir wahrscheinlich die Tür damit öffnen. Mhm, so ist es auch. Ja, toll. Machst die Tür auf, ist gleich mal alles rot. Flotter Ketchup natürlich. Super ist das, wirklich. Super ist das. Na komm, brich ab, hast du recht. Aha. Na, ernsthaft. Aha. Jetzt an. Geschafft. Gut. Wieso ist hier alles bitte voller Blut? Da liegt eine Hand. Oder es lag halt eine Hand, um Gottes Willen. Sehr übel. Übel ist das. Na komm, her mit dem Zeug. Aha. Oh ja. Sieht aus, als bekäme unser kleines Opfer ein paar Spielgefährten. Wie habe ich die ausgelöst? Was? Wie beep? Oder konnte er die einfach per Fernsteuerung? Ah, hier. Ich sehe es schon. Ja, okay. Okay, Mist, verdammter. Und hier drüben? Aha. Eine Badewanne. Badewanne, genau. Eine Waage. Warte. Ja, ja. Arschloch. Ach komm, hör auf zu brennen. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Halt's Maul. Dogmeat, was tut das gerade? Hat der gerade geknurrt? So. Na, Hundi, alles gut. Das ist jetzt echt die Frage, wo es jetzt hier weitergeht. Drüben oder hier wieder? Ich glaube, hier geht's weiter. Das heißt, zuerst. Ach so. Sau.
Ah, da schon wieder. Ich darf nicht so schnell gehen. Langsam. Ach so ist das. Okay. Dann komme ich hier wieder. Aha. Okay. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor langer Weile. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Hör auf zum Quatschen, Kerl. So, okay, kommen wir eh wieder hierher. Hierhin. Hierhinter. Gut, dann gehen wir weiter. So. Hier. Oh. Zeit für etwas Gefahr. Mal sehen, ob sie überlebt, was als nächstes kommt. Oder geht's jetzt da lang? Also, ich meine, ja, hier geht's da lang, ne? Müsste passen. Mann, Mann, Mann. Aha, zwei. Ja, ja. War klar. So. Gut, es wird Zeit für einmal essen. Es wird Zeit für einmal essen. Bagage da, echt. Kann man das Licht ausmachen? Glaub nicht, ne? Was zum Teufel? Ich hab schon schneller eine Pack-Running gesehen als die Sopper. Ja, vor allem ich auch. So wie die lossprinten, so schnell kann ich nicht sprinten, diese Viecher. Puh, da. Die habe ich gerade so noch gesehen. Ja, die. Was? Wie viele denn jetzt noch? Wo kommen die jetzt her? Auto, 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 Auto. Ist jetzt Ruhe? Können wir das aufsperren? Das ging damals. Schade. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Ich wusste es. Aha. Der wird sich wahrscheinlich auch aktivieren. Da haben wir noch eine Flasche. Da auch. Da drüben ist auch noch eine. Ach, Herrgott, wer foltert hier je wen? Ja, das genau das wollte ich nämlich haben. Die sollen nur Spaß haben. Glauben zumindest, dass sie einen hätten. Mit mir nicht? Nein. Ich laufe nicht blindlings in eine Falle. Lass mich da jetzt stressen. Pff, wofür? Das ist ja viel lustiger, diese Deppen da jetzt zu ärgern. Hm, da ist überall nichts. Ja, und die. Ja, ich hab's gewusst. Unter dem Gerät versteckt. Scheiße, die Baurüstung hat schon Schaden abbekommen. Hm? Was ist denn das? Wieso? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich so langsam gehe. Bin ich überladen? Dog Meat, komm mal her. Hundi. Hundi. Was? Nimm mir mal was ab. Tatsächlich. Gut. Also. Die kannst du haben. Die. Ich hoffe, das ist bald zu Ende hier. Allzu viel kann ich nämlich nicht mehr schleppen. Da wäre es besser gewesen, wenn ich, wenn ich Kotzi oder so mitgenommen hätte. Die behalte ich mal.
Weil der Gute hätte recht viel schleppen können, aber soll denn das wissen, bitte, dass es hier so zugehen wird? Zwei Sachen sind schon kaputt. Super. Super ist das. So. Aber Doki kann auch nicht so schlecht Sachen schleppen. Boah. Boah, nicht schlecht. Danke, Doki. Jawohl, jetzt geht's wieder leichter. Ich speichere das jetzt nochmal. Noch einmal, einmal, einmal. Oh je. Das heißt, wenn wir da auf diesem Pfad wandeln. Ja. Na, geh zurück, du Choppel. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt? Super. 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 Wie soll ich den jetzt bitte nicht... Ach, das haut ihn nicht hin so. Komm schon, Opfer, so lang... Haha, reiner Arschgesicht. Hoffentlich vergisst ihr nicht, die Lukas zu treffen. Erst ist erledigt. Irgendwie habe ich das Gefühl, Doki will nicht helfen. Du scheiß Viech! Kann ich schon wieder was essen? Das kann ja nicht wahr sein. So, essen. Jo, perfekt. Lala, Ei, her damit, her damit. Es gibt wieder köstliches Essen. Mehr ist nicht? Mehr ist nicht. Wo ist der zweite Bastard? Ja, der hat es überstanden, ne? Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erstattet dir sowieso alle! Ey! Jawohl. Was? Ach du! Was? Aha. Der ist auch erledigt. Passt. Sag einmal. Diese kleinen Biester, ne? Würdest du treffen? Das gibt's ja nicht. Stirb weg. Hallo? Achso, der ist schon tot. Ups. Das habe ich natürlich gewusst. Das habe ich gewusst. Nur ich keine Ahnung, wo unser Doki ist. Der lässt mich aber ganz schön hängen. Unser Hundi. Was zum Teufel? Ich hab schon schnellere Packwaren gesehen. Ach, halt doch mal das Maul. Das kann ja echt nicht sein. Mehr, du Scheißkäfer. Du gehst jetzt ein? Gibt's ja nicht. Was sowas von nicht treffen. Ah, ist die Rüstung so stark? Verstehe. Verstehe. Der kleine Watschka hat schon so eine starke Rüstung. Wo ist denn jetzt hin? Hm. Interessant. Da haben wir noch ein Ei. Auf den Kopf musst du zielen. Passt. Die sind nämlich schon stark bei der Panzerung. Da hilft es nichts, wenn du auf den Rücken schießt. Ja, bei den anderen ging's, aber hier nicht mehr. Puh, dann gehen wir hier halt lang, ne? So, was haben wir hier jetzt wieder? Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erstattet dir sowieso alle! Ja.
So, es wäre gut zu wissen, wo es lang geht. Aha, von hier wären wir gekommen. Wir werden aber trotzdem aufsperren. Na super, so nicht. Okay. Jawohl. Cool. Puh. Gary, Gott verdammt, die Tür sollte verlagert sein! Ah, schön. Schön. Ja, das nehmen wir alles mit. Aber hoffentlich. Ich meine, wenn wir voll sind, überladen, werde ich diesmal schauen, dass wir nichts sind. Ich lasse das dann einfach liegen. Wir haben eh genügend Zeugs. Oh, der ist mal weg. Dürfte normal nichts mehr sein. Knochen. Müsste passen. Doggy? Irgendwie ist. Willst du mir etwas sagen, dass Dog mit hinten geblieben ist, der Depp von Hund? Das Viech macht mich wahnsinnig. Da komme ich ja nie mehr rüber. Siehe, steht er da drüben. Dieses Hundsviech. Na. Echt, das brauchst. Wie kriege ich jetzt einen Dog mit da wieder raus? Obwohl, das eh. Hund, du machst mich narrisch. Echt. Weil bei dem Kerl, wenn du nämlich anredest, ne, das witzigerweise nur bei dem Viech. Bei den. Wow. Das war knapp. Bei den anderen ist es nicht so schlimm. Aber beim Dog mit ist es ein Wahnsinn. Boah, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. So, langsam. Nicht aufregen, nicht ärgern, alles gut. Hundi kann nichts dafür, der ist halt so. Ja, lasst mich vorbei. Aha, das sind gleich zwei. Ganz super. Mit einer Granate. Glauben die Deppen, ich sehe das nicht, oder was? Halt, Granate. Noch eine Falle. Noch eine Granate. Sind die... Alter! Wo ist das denn bitte gespannt? Ach so, das ist eh schon entschärft. Was? Das war jetzt gerade komisch. So, hier. Das nehmen wir mal mit. Da glaubt wohl jemand schlau zu sein. Zeit für die harte Realität. Mal sehen, ob unser Opfer das Gas ausschaltet. Gas. Dein Ernst jetzt. Ich bin im Dings, da müsste es nochmal schon arbeiten, genau, atmen können. Mit ein paar Ventilen lässt sich dieser Gas wohl nicht abfallen. Ist es jetzt besser? Na. Das war jetzt nur eins, ne? Gibt's da noch mehr? Von diesen Kackventilen? Dadurch? Alter. Ja, ich versuche mich gerade zu heilen. Hallo? Würdest du? Was? Wieso geht das nicht? Hallo? Wieso gehen die Steam-Pakets nicht? Obwohl, geht er? Da ist eins. Du verschwendest Zeit, Opa! Du verschwendest Zeit! Na, tu ich nicht. Ja? Wie viele Gasventile haben die bitte aufgedreht, die Vollidioten? Wo ist denn da noch eins? So, mach auf den Dreck. Ja, sicher. Hallo, mach auf den Dreck. So, passt. Ja. Da ist noch eins. Habt ihr doch gesagt, die Ventile bringen nicht. Und jetzt schauen wir immer noch Abgas erstickt. Aha. Okay. Ja, er war ein Versuch wert, ne?
immer schön im Auge behalten. Das Zeug will ich alles noch mitnehmen. Ja, sicher. Wow. Alter. Passt. Sind die Kackviecher jetzt endlich hin? Ich hoffe doch sehr. Ja, ja, hör auf zu husten, das ist schon gut. Was? Da war jetzt was. Verflixt, das habe ich nicht gelesen. Jetzt hör auf zu husten. Ist ja nichts mehr. Irgendwie verliest du Leben auch keins mehr. Was haben wir da? Mhm. Mit einem Passwort, ne? Turbinenstatus überprüfen. Abgeschaltet. Ja, okay, das ist alles. Gasleck festgestellt. Ja. Das ist alles. Das bringt uns irgendwie gar nichts. Boah, das scheint uns nichts zu bringen. An alle Mitarbeiter der Servicestation. Es wurde uns mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter der Nachtschicht den Park nach Betriebsschluss zu Vergnügungszwecken betreten haben. Dies ist streng verboten und wird zu einer fristlosen Kündigung führen, falls es noch einmal geschieht. Personen, die den Park nach Betriebsschluss zum Arbeiten betreten, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen, sowie vollständig begleitet und nüchtern sein. Die Firmenleitung, super. Dann Sicherheitstürensteuerung. Türen öffnen. Dann müsste das so passen. Dann ist nur das. Ach, halt's Maul. Du wirst sowieso sterben. Genieß noch die paar Minuten, die du hast. Oder ein paar Stunden, keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Super, die Tür hätte ich auch knacken können, ne? Die habe ich gelootet, naja, passt. Oh. Da ein Zahnrad. Mhm. Aha, das schau mal, fast übersehen. Flaute schnell, schnell. Es geht auch nicht so schnell, du kannst nicht da so durchsprinten. Dann bist du ja hin. Ich weiß, dass die das gerne wollen, aber... Na, die werde ich schön nerven. Hui. Wartungshäuschen, ne? Ja. Na gut. Level Up haben wir auch bald. Das Ganze hier bringt sich schon was. Muss man ganz ehrlich sagen. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Na los, Kerl. Mach weiter. Der Part ist nämlich auch gleich zu Ende. Okay, da liegt, glaube ich, nichts. Ganz genau, Opfer! Atme die frische Luft ein, solange du noch kannst! Flugmeise? Um Gottes Willen. Ist ja grauselig. Ich baller einfach mal, vielleicht treffe ich ja was. Au. Was sind denn das bitte für Viecher? Die ist hin. So, Hundi, kriegst dein Stimpack. Blutet voll beim Auge. Sind wir da jetzt fertig? War's das? Was war denn das, bitte? Irgend so ein Panzer bekommen? Alter. Wie geht Ameisenfleisch? Naja, aber ist immerhin, es soll ja zum aber Essen Alter, sein. Scheißegal, was du tust. Halt's mal. Feuerprobe erstatten wir sowieso alle. Okay, die hatten nix. Toll, jetzt dürfen wir uns noch mit Riesenameisen herumärgern. Schön.
Wow, toll. Ach Gottchen, aber das werden wir erst im nächsten Part uns weiter antun. Mit Licht natürlich. Na, nicht so. Nein. Mit Licht, wollte ich sagen. So. Na, Fisch. Na gut, ihr Lieben. Nuka-Cola World ist ja wirklich ein ganz besonderer Unterhaltungspark, sage ich jetzt mal. Den wir uns aber wieder erst im nächsten Part weiter anschauen werden. Bis dahin, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!